Ey, Bruder! Was ist? Ah, Ey! sorry. Willst du mich verarschen, Hast du hä? sieben? Nein, das Was war. soll das, Junge? Cisco! Willst du mich Cisco! verarschen oder Ich was? schwöre auf Francisco! Ich schwöre auf Francisco! Cisco! Oh, Cisco! 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 Ich liebe dich! Cisco! Wir lieben dich! Cisco, ich küsse dein Herz! Ich küsse dein Herz! Dreckiger N. Ich asoziale Mutter, Cisco! Digga! Wie kann das? Bruder! Hä? Das geht doch nicht! Oha! Könnten Sie mich vielleicht zum PD fahren? Ich könnte Ihnen tatsächlich Geld geben für Mietauto. Ja, wo kriege ich. Ach so, das hier sind Schwänze. Mietautos. Sind das Mietautos? Oha, wie geil! Hä, seit wann gibt es so geile Mietautos? Komm, steig ein! Wiederhol mal, was du eben gesagt hast. Oh, ich mag Weiter auch aus. Schwänze. Kannst du darauf bitte nur noch damit antworten? Den ganzen Tag, die ganze Zeit, wo du bei mir bist, antwortest du nur noch mit diesem Satz. Egal, wer was fragt, wer was sagt, nur noch das. Hast du das verstanden? Hallo? Ich mag Schwänze. Wie so ein Pokémon. Das ist jetzt das Ich mag Schwänze-Pokémon. Wie heißt du eigentlich? Ich mag Schwänze. Und wie alt bist du? Ich mag Schwänze. Oh Gott, man könnte meinen, ich wäre irgendwie so ein Achtklässler, der alles lustig findet. Und sobald er das Wort Schwänze hört, in der letzten Reihe sofort anfängt zu lachen. So benehme ich mich. Also, wenn alles glatt läuft, dann fahren wir heute Streife zusammen. Also, du bist so mein inoffizieller Streifenpartner. Du sitzt einfach nur dabei. Oh, ich mag Schwänze. Komm, wir gehen mal vor Speedy. Hallo, sind Sie Pedila? Nee, aber ich wäre gern Pedila. Hallo, Papa. Ah, hallo, Sohnemann. Das Schön. hab ich zufällig irgendwie komisch wieder gefunden. Weiß nicht, was passiert ist. Ja, das hier Also, ich bin ausgerüstet. Ich kann dich auch direkt mitnehmen auf Streife. Was auch Ja, immer. ich warte gerade, dass Du ich musst dich nochmal. halt. Ja, irgendwie ist mein Vertrag flöten gegangen. Ich muss warten, bis ich den gerade wieder krieg. Das ist übrigens unser Kollege, mit dem fahren wir heute unterwegs. Du kannst dich ja mal Ja. vorstellen. Ich mag Schwänze. Das finde ich gut. Kann ich komplett nachvollziehen, seine Entscheidung, sag ich ehrlich. Das ist übrigens auch alles, was er sagen kann, Oha. ne? Ja, Ah! ich habe einen Arbeitsvertrag dabei gehabt. Wunderbärchen. Bin ich denn auch Chief Detective? Bin ich jetzt Chief Detective? Ach so, warten Sie einen Moment. Ich gebe natürlich einen Upgrade, ne? Ist ja klar. Genau, es kann natürlich sein, dass ich am Ende des Abends wieder obdachlos bin und auch ohne Job. Ja, genau, Sie sind jetzt der Police-Leutnant, sind Sie gerade, ne? Das ist ja Wunderbar. kein. Außer Leute einstellen, das können sie nicht, aber Wunderbar, sonst wunderbar. sollte alles passen. Sonst sagen sie nochmal Bescheid, ne? Ist ja ganz klar. Natürlich, Herr Brecher, vielen Dank. Und 200 Meter haben wir ein ATM, ne? Muss gerade checken, ob ich noch. Hey! Der hat mich derankt, der Pisser! Ich kann die Autos auch nicht mehr nutzen! Was ein Keck! Ich sage euch ehrlich, der PD-Leader mag mich auch nicht mehr. Spätestens seit den letzten paar Streams hasst er mich. Warum würde er das sonst tun? Wenn ein Admin kommt und mir den Rang gibt, dann geht er hin und derankt mich. Ja, wollen wir laufen zum ATM? Können wir natürlich auch Hast du machen. eine Mitfahrgelegenheit? Ja. Ich glaube, es ist zu spät, ne? Der ATM in 200 Metern wurde schon ausgeraubt. Nee, da haben wir 5 Minuten für Zeit, den schaffen wir noch. Aha, da! Hoffe, Genau der. Hier speaks the Polizei. Hände hoch oder it's Stehen going to bleiben, knall. stehen bleiben. Hände hoch oder wir schießen. Hände Hände hoch. hoch. Was soll der Spaß hier? ATM überfallen oder wie? Ich habe kein ATM hoch gedingst. Wer war Ach, das ich nehme sonst? direkt davon. Ja, ich durchsuche sie mal, ja? Ich lege mal Handschellen an. Ah, ich kann ihn nicht mal durchsuchen. Ja, ich würde sie gern durchsuchen. Leider wurde mir das eben verweigert. Soll ich mal machen? Nö, wir lassen ihn jetzt gehen. Machen Sie Ach, weiter. schade. Machen Sie weiter. Alles klar, schönen Tag noch. Ja, Ihnen auch. Ach, wunderschönen guten Tag, die Dame. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Nee, können Sie nicht. Können Sie mich bitte in Ruhe lassen? Entschuldigung, sind Sie nicht die Frau Schweiger? Warten Sie mal, warten Sie mal. Was ist denn das für ein Zufall? Frau Schweiger, haben Sie den Namen geändert? Guten Tag, Herr Winkler. Ja, ich würd der Frau gerne Officer mal Winkler. die Hand geben, um zu wissen, wer sie ist. Die Frau musste sich mal Officer ausweisen. Winkler. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Warten Sie, ich glaube, Sie haben da immer noch einen Fleck auf Ihrem Kleid. James, beim FID unten Garage steht ein Wagen von euch. Ich wollte euch nur Bescheid Ah, ich kann den auch mitnehmen. Vielen Dank, vielen Dank. Also ich wollte tatsächlich nur noch mal sagen, was für eine unglaublich schöne Hochzeit Sie da veranstaltet haben, vorgestern. Es hat mir selber persönlich auch sehr gefallen dort und falls Sie noch mal heiraten, wäre ich auf jeden Fall auch da. Da muss ich Sie enttäuschen. Also ich könnte mich auch als Trauzeuge bewerben oder als Kleidputzer. Ja, fahren wir Einsätze an, sagst du? Ja, können wir natürlich machen. ATM rauf. Den Namen ändern. Schwänze. Was sagst du auf der Rückbank dazu? Ich mag Schwänze. Sehr gut. Da drin wird ausgeraubt, ne? Oh, das war der Mopedfahrer gerade. Es war der Mopedfahrer. Es war der Motorradfahrer, der uns Also ich gerade kann dir den. weggefahren ist. Hast du denn eine Idee, was wir jetzt so tun könnten, anstatt Einsätze anfahren? Ist ja nicht viel, wir könnten Oh, Drogen suchen zum 7 Beispiel. Kilometer, habe 2 Geiseln, 8 Oh. Kilometer. Wir fahren hin. Oh, Geiselnahme. Oh, oh, oh. Geiselnahme ist immer gut. Ich mag Schwänze. Wir verhandeln natürlich. Also letztes Mal wurde ich gefeuert dafür, dass ich 2 Geiseln das Leben gerettet
gerettet habe. Und derselbe Typ, der mich dann einfach gefeuert hat, ist mich die ganze Zeit am deranken. Ich glaube, er mag mich nicht. Das ist natürlich recht. Er ist sehr sauer, ja, ja. Wir sind die Ersten, kann das sein? Stell dich mal nicht so weit nach vorne. Warum hält er ein MG in der Hand? Die sind ein bisschen böse heute. Ach, hoppla, so. Ja, guten Taro. Warum halten Sie ein MG in der Hand? Gehört die zu euch? Was geht Sie das an? Holen Sie mal ein bisschen mehr Bullen hierher. Entschuldigung, gehört er zu euch, ja. Das ist ja Kinderkram. Also, ich bin vom PD, der Herr links neben mir ist vom FIB. Sie haben wirklich eine sehr schöne... Mich dann. Wo ist er hin? Ich glaube, ja, schwierig. Ich glaube, der hat eine Warnung bekommen. Ich weiß, warum er gekickt wurde. Man darf keinen Frauencharakter als Mann spielen, weil die Hitbox kleiner ist. Glaube ich, wurde mir so gesagt. Ah, so. Aber okay, wir haben hier zwei Geisel. Wer heißt, ja, also, was sind was wir? Also, wo ist denn ihr Komplize? Ich. Der Komplize, ja. der ist ein Himmel. Ja, das ist doof. Was hält sie denn oder uns davon ab, sie einfach festzunehmen? Nein, zwei Geisel. Zwei Geisel, okay, was? 100.000 Dollar für beide Geiseln. Beide Geiseln. 50, mehr geht nicht. Nein, 50. 50 und ich komme die beide abholen, sofort. 100.000 Dollar? Und Freifahrt. 60 und Abholung persönlich heute. Barzahlung. DHL. Sie können den Preis ja nicht höher machen, hä? Ja, das geht nicht. 40.000 per Bank überweisen, das kriegst du eine Stunde. Ja, das kriegst du eine Stunde danach überwiesen. Ich sag 100.000. Nee, alles gut. Ich fasse doch nur zusammen, was ihr gesagt habt. 70.000, letztes Gebot. Du brauchst ein Ohrgerät, ganz ruhig hier, okay? 70.000 Dollar. 100.000 Euro für beide Geisel. 70.000 in bar, direkt vor Ort bei Abholung. 70.000 Dollar könnte ich Ihnen anbieten, jetzt sofort. Also jetzt sind wir doch mal ehrlich. Erstens, wir kennen die Geisel nicht, wir müssen noch einen Ausweis und alles sehen. Sonst dürfen wir da auch gar nichts machen. Und zweitens wissen wir ja gar nicht, wie sie die behandeln, ob die uns das überhaupt wert sind. Wie gesagt, wir haben ja keine Ahnung, was irgendwie ihre kriminellen Hintergründe sind. Sie dürfen auch gerne dahinter bleiben. Also dürften wir die, guter Mann, dürfen wir die Geiseln denn auspacken, wenn wir sie abholen? Einmal angucken. Auspacken dürfen sie natürlich. Ja, ich möchte mich ja nur um den Zustand der Geiseln informieren, dass ich halt keinen Schrott jetzt kaufe bei ihnen. Verstehen Sie? Das ist wie Schrott. Das ist ein Menschenleben. Sagen Sie mal, sind sie noch normal? Wo leben wir hier, Alter? Also ist eine Rechnung dabei. Das ist aber nicht normal, oder? Also mich hier als Schrott zu bezeichnen. Ja, also ich müsste trotzdem vorher den Ausweis sehen. Ich weiß ja nicht, was in dem Ausweis drin steht, wenn Sie sehen. Ja, dann müssen Sie den hinfangen. Ich kann doch nicht einfach den Ausweis geben, sonst... Geisel, ja, sonst also dürfen wir ihm auch kein Geld geben, also wirklich. Ausweis sein, darfst du. Darf ich aufstehen? Ja. Warum wird die Geisel denn auf einmal so vorlaut, hä? Wir versuchen gerade ihr Leben zu retten. Ja, wenn Sie wissen, was Sie gesagt haben, dann würde ich genauso reagieren. Nein, ich möchte mich nur darüber... Im Klaren sein, dass ich keinen Schrott vor ihnen kaufe. Sie könnten die Geisel ja beschädigt haben. Da weiß er selber nichts mehr zu sagen. Ich möchte einen Dienstweis Ausweis sehen. Mein Dienstweis aus, ja. Ich kann ihm mein Dienstweis aus gerne geben. Ausweis, hören Sie zu. Wollen Sie frech werden oder was? Nein, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung, ich wollte mir nicht Ihren Ausweis ziehen. Ich wollte Ihnen meinen... Ausweis von der zweiten Geisel. Bitteschön. Ja, überprüft mal den Ausweis der zweiten. Ja, ich komme sofort wieder. Also, die Herrschaften, einmal bitte herhören. Einmal hergehört, ja. Mit dem Kollegen vom FAB da vorne verhandle ich gerade. Er beharrt auf 100.000 Dollar für beide Geiseln. Ich bin da aber dran, das ein bisschen runterzudrücken. Der Herr wirkt sehr aggressiv und könnte jede Sekunde losschießen. Hat mir tatsächlich auch schon gedroht. Ich würde mich auf jeden Fall einsatzbereit halten an ihrer Stelle. Und eventuell Nagelbänder vorne platzieren. Das wäre auch ganz gut. Alles klar. 10-4. Ah, das sind wir wieder. Wie schaut's aus? Ja, ich habe jetzt auch den Ausweis von der zweiten. Ist die Ware unbeschädigt? Die Ware. Gibt es denn eine Rechnung? Haben Sie einen Kaufbeleg? Oder gibt es noch Garantie oder sowas? Garantie? Sind Sie Komiker oder was, Alter? Wollen Sie Kopfschuss haben oder was? Ja, labern Sie keine Scheiße. Alles gut. Beruhigen Sie sich. Beruhigen Sie sich bitte. Beruhigen Sie sich. Halt die Scheiße. Wir möchten nicht, dass diese... Die Situation eskaliert, ja? Ja, ja, Sie sind ein richtiger Komiker, ja? Francisco. Ja, ey, was macht der Bulle da? Zurück. Ey, du Clown, Das ist der Verhandler vom SAP, der darf hier. Wir müssen das immer zu dritt machen. FIB, SAP und PD. Sie wissen doch, wie das läuft. Ist das Ihr erster Raub, oder wie? Ja, dachte ich mir schon. Genau. Also, der Herr hat keine Rechnung, keinen Kaufbeleg, Garantie gibt's wohl auch nicht mehr. Die Geisel klemmt irgendwie in der Tür fest. Ich glaube, die ist beschädigt. OVP ist auch nicht mehr da. Also weiß ich nicht. Sowas würde ich jetzt nicht kaufen. An ihrer Stelle. Was machen wir jetzt da, Herr Magiela? Machen Sie mir bitte ein Angebot. Ich warte. So, 60.000 für beide Geisel und freie Fahrt. Ich hab den eben... Geisel mitnehmen und draußen entlassen. 55.000 Dollar. 55.000 kriegen Sie jetzt in Bar. Ich bin von 100 auf 60.000 untergegangen. Ja? Ich wollte ihm 70 geben, hä? Ich wollte ihm 70 geben. 55.000 Dollar. Mehr kann ich nicht machen. Sie wissen, die Staatskasse...
Die Staatskasse steht hinter mir. Ich kann ihnen ja nicht mehr geben, als ich selber bekomme dafür. Verstehen Sie? Ja, okay. 55.000. 55.000 Dollar. Alles klar. Die gebe ich Ihnen jetzt in bar. Hören Sie mir zu. 55.000 und freie Fahrt. Und freie Fahrt. Ja, freie okay. Fahrt kriegen Sie für dich. Ich werde das nochmal kommunizieren und dann können Sie, ja? Also, wir haben folgendes Problem. Der Herr, der möchte 55.000 Dollar und freie Fahrt für beide Geiseln. Wie machen wir das am besten? Wollen Sie sich bereithalten zum Verfolgen, zum Schießen, zum Aufhalten oder... Also ganz einfach. Also ich sag's dir nochmal anders, 55.000 für die erste Geisel, freier Abzug für die zweite, der fühlt sich dann irgendwie... Nee, so funktioniert das schon mal nicht. Erstens, tut mir den Gefallen. Meier, du kennst das, holst du mal einen Taser raus und gehst mal nachdenken. Ich hab keinen Taser dabei, ich bin eben vom Event gekommen. Also ich möchte ja nur das Leben der Geisel schützen, verstehen. Der haut gerade ab. Sehr schön, Reifen sind kaputt. Sehr gut, sehr gut. Während Sie hier handeln wollten mit mir, ist der auf freier Fahrt. Schauen Sie, was Sie gemacht haben. Hätten Sie einfach geglaubt, was ich gesagt habe. Wieder mal nur unfähige... Also wirklich. Guck mal, ich gebe mir Mühe und will das aushandeln. Und dann fängt er da an zu diskutieren. Und jetzt ist er abgehauen und jetzt ist er wahrscheinlich tot, oder? Ist er tot? Einfach immer was in die hier vorne. Also ich hätte ihm 55.000 Dollar gegeben. Ey. Das ist nicht meine Schuld. Das ist die Schuld. Nee, sorry, wo ist der Sergeant? Wo ist der Sergeant? Hier. Holzen ist dafür verantwortlich, nicht ich. Holzen seine Schuld. Nee, das nennt sich Dummheit vom TV. Das ist Holzen seine Schuld. Frau Mücke, den Herrn einmal hochholen. Der wäre vielleicht nicht tot, vielleicht schon. Also da, wo ich gerade markiert habe, falls du das sehen kannst, da hat jemand markiert, Hilfe, ich bin lebensmüde. Warum sind Sie hier? Was machen Sie hier? Ich will die Stadt erkunden. Hä? Er sieht ihn, oder? Sieht er ihn? Siehst du ihn? Ich mag Schwänze. Wo? Hä, da ist doch keiner, was sagt er? Er zeigt hoch, aber oben ist keiner. Hinterher, er weiß, wo er ist. Oh doch, der ist ja wirklich hier. Da ist wirklich jemand. Aber wir haben sie nicht gesehen, wo kommen sie her auf einmal? Boah, ich schub sie gleich aus Versehen. Hey, bleib mal ruhig. Hallo, wir hören dich nicht, falls du redest. Hallo. Hallo? Ja, hallo. Ja, wie können wir helfen? Wo liegt das Problem? Ich spring. Also, wenn du hier runterspringst, könntest du es sogar überleben. Also, wollen wir gerade sagen, ich soll ausprobieren oder was? Ja, also, weiß ich nicht, was können wir da machen? Wo liegt's denn? Woran? Oh, scheiße, Mann. Wir können ihr Leben retten, aber das gestaltet sich schwieriger. Auf ihn wird geschossen. Ah, super. Jetzt wird auf mich geschossen. Es ist ein Traum. Tun wir mal so, als wäre nichts passiert, ja? Warum möchten Sie springen? Meine Frau will nicht heiraten. Die will nicht heiraten, ja? Nee. Ja, vielleicht ist sie einfach nicht bereit dazu. Haben Sie daran schon mal gedacht? Heißt sie zufällig Frau Schweiger? Nein. Ah, dachte schon. Das ist nämlich eine Heiratsschwindlerin auf der Insel, aber ja. Anderes Thema. Ja, es geht immer schlimmer. Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Fleck auf Ihrem Kleid. Ah, das ist schlimm. Das wäre schlimmer. Ja. Also ich würde nicht runterspringen. Sie haben bestimmt Leute, denen etwas an ihnen liegt. Ich glaube auch, aber... Sie glauben auch. Ja. Da haben wir es doch schon. Was halten Sie davon? Wir gehen jetzt runter und dann gehen wir zusammen Kaffee trinken, ja? Okay. Super, kommen Sie mit. Immer noch so, nicht ganz sicher, aber dann nicht erschrecken. Ich lege Ihnen einmal Handschellen an, ja? Ich werde Sie einmal hier in dieses Auto setzen, ja? Einmal bitte zum Würfelpark, ja? Der Herr, der braucht psychische Unterstützung. Würfelpark, da werde ich ja noch befördert. Ich lege Ihnen Handschellen zur eigenen Sicherheit an, weil Sie sind offensichtlich psychisch sehr, sehr, sehr stark geschädigt und Sie könnten sich selber verletzen, verstehen Sie? Ja. Das will ja keiner. Setzen Sie jetzt am Würfelpark aus, dann melden Sie sich nochmal bei einem Familienmitglied, sagen, dass alles gut ist und dann gehen Sie was trinken, okay? Alleine. Sie haben jetzt mir gedacht, wir gehen Kaffee trinken? Das war nur eine Lüge, um Sie runterzukriegen. Die typischen Tricks. Oh nein. Oha, okay. Wir haben es überlebt. Ich auch. Diese Leute, die sowas machen, gehören nicht in den Knast. Die gehören weggejailt für 5 Jahre gefühlt. So, wir lassen jetzt hier raus. Achtung, Anhalte. Ja, genau hier. Stopp. Werf ihn mal raus. In der Winkler, ich habe Ihnen eben einen Call gegeben. Ah, schönen Wenn Sie darauf Tacho nicht noch. Hören, dann ist das Ihr Problem. Komm, wir müssen weg. Steig mal ein. PD bitte, PD. Guck mal, die zwei verfolgen uns auch die ganze Zeit schon. Die zwei. Einer ist geknastet. Sehr gut. Wollen Sie auch in Knast? Wollen Sie auch geknastet werden? Nee, aber wollen Sie Geld? Wie viele Millionen gibst du mir? Nicht Millionen, aber ein paar. Dann bitte lassen Sie mich... Nee, legen Sie ihn bitte in Handschellen. Wissen Sie was? Nein, alles gut. Ja, jetzt ist alles gut. Viel Spaß noch. Wenn der Schwänzetyp mein Game ist gecrashed, ja, das ist natürlich sehr blöd. So. Wie schaut's aus? Was ist die Forderung hier? Wie viele Geiseln gibt's? Haben Sie die Geiseln überhaupt schon gesehen? Ja, da sind sie schon ein bisschen spät dran, würde ich mal sagen. Weiß ich nicht. Also, ich hätte das Ding schon längst geklärt. Ich hoffe, davon reden kann ich sehen. Ach, nee. Herr Holzen, Sie können mich mal. Wir fahren. Ich sehe schon Herr Holzen schon wieder. Ach, den können wir natürlich nochmal mitnehmen. Der ist jedes Mal da. Jedes Mal, wenn ich einen Einsatz anfahre und irgendwas verhandeln will, kommt der aus der Ecke und sagt, nein, Herr Winkler, nein, so nicht. Wer ist das? Wer ist das? Der Typ macht jede Verhandlung kaputt hier. Hoffentlich kommt er wenigstens nicht zum U-Boot-Scheiß. Da hat er gar nichts verloren. Okay, ja, U-Boot ist aber auch nur Gambo. Oh, sieht doch relativ easy aus hier. Oh, sieht doch relativ human aus. Achtung. Oh. Ah, moin, Kollegen. Wir sind die Unterstützung. Hallo. Ich glaube...
nicht, dass das gut endet. Ich glaube nicht, dass das gut ist. Ey, ich kann nicht zielen. Ich kann nicht zielen. Ah. Gepanzerte Fahrzeuge haben wir ja hier. Aber ich weiß gar nicht, ob die gepanzert sind. Sind die wirklich gepanzert, die Dinger? Das wäre natürlich sehr geil. Ich glaube, wir haben verloren. Ein U-Boot ist schon weg. Ich glaube, wir haben verloren. Wenn ein U-Boot weg ist, dann sind die anderen wohl auch weg, oder? Oh ja. Oh ja. Oh. Ich glaube, wir haben verloren. Ja, wir geben auf. Ist okay. Ja, ja, wir haben aufgegeben. Alles super. Alles gut. Nein, sie müssen nicht schießen. Es ist okay. Nicht schießen. Ja, ist okay. Wir geben auf. Ist okay, wir haben verloren. Kann ich eine One-Shot-Sniper haben? Könnt ihr mir eine Dingens, die schwere Heavy-Sniper ins Inventar legen? Oh, Helikopter kommt. Ich glaube nicht, dass das Polizisten sind. Oh, da kommt das Pity! Ich glaube, das PD wurde gerade weggescheppert. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh, ich bin One-Hit. Oh. Ich glaube, das ganze PD, die gerade da reingefahren sind, um zu helfen, wurden alle gleichzeitig weggeballert. Nee, nope. Kollege, abgeschlossen. Kann ich mit dem Transporter noch was ausrichten als Waffe? Wenn alle tot sind, nicht. Wenn die noch leben, ja. Zweites U-Boot wurde geklaut. Okay, ist RIP. Wir haben verloren. War nicht das PD, das war SAHP. Ja, alle verloren. Oh, scheiße. Nein. Alles gut. Alles gut. Ich gebe auf. Ja, in Ordnung. Alles gut. Alle weg. Alle tot. Dankeschön für den Heal und für die Waffe. Ich probiere mal, was ich damit machen kann. Wahrscheinlich nichts, weil das dritte U-Boot wird jetzt auch geklaut. Und wir haben das leider verloren. Aber vielleicht können wir noch ein bisschen Spaß mit der Sniper haben. Eventuell. Mit ganz viel eventuell. Die Sniper ist heftig, Jungs. Die knallert eigentlich alles One-Shot mit Weste Two-Shot weg. Ah, hi. Kann man dir helfen? Die Frage ist, was machst du hier? Ach so, ja, ich habe gerade festgestellt, dass ich meine Waffe gar nicht nutzen kann. Ja, du trägst keine Gangkleidung, das ist dir bewusst, oder? Ach so, ja, ich gehöre aber zu den Gelben. Also die sind alle weggeschleppert worden am Anfang. Ja, du musst, einer läuft dort hinten, du musst halt die Kleidung hier tragen, ist das Ding. Ach so, du gehörst zu den Gangs, oder? Was ist passiert? Ich kann die Sniper nicht benutzen, ne? Das geht doch gar nicht, weil Sniper und MG ist nicht nutzbar. Hör doch auf zu schießen, hallo, ich helfe gerade einem Kollegen hoch. Laufen Sie schnell. Digga, ich bin einfach so umgefallen. Ja, das waren die. Die haben geschossen auf Sie. Verstehen Sie? Ja, aber wer? Von dort hinten. Sehen Sie das? Oh. Ja. Genau die. Genau die. Hallo, was soll denn das? Ich dachte, wir gehören zusammen. Was soll das? Ich dachte, wir gehören zusammen. Was soll denn das? Warum machst du so? Ich dachte, wir sind Kumpel. Gut, das hab ich auf PUB. Danke dafür. Viel Spaß, ne? Ja, okay. Oh, da kommen noch mehr. Ja, ey, wir sollten hier dringend abhauen. Ey, ich hab damit nichts zu tun. Ja, ich hab damit gar nichts zu tun. Oha, die können ja wirklich durchschießen. Was? Da fahr ich aber ganz schnell weg. Ich liebe dich. Oh nein. Nein, sorry. Hör auf. Alles gut. Ach, wenn die Scheibe kaputt ist, dann können die überall durchschießen. Auch durch die vorderen und hinteren Scheiben, ne? Obwohl nur die Seitenscheibe kaputt ist, glaube ich. So läuft das mit den Dingern. Ich werde erstmal wieder tauschen zu einem richtigen PD-Fahrzeug. Und dann fahren wir die nächsten Einsätze an. Und ich hoffe, es gibt noch einen richtig großen Bankraub mit richtig viel Gambo. Das wäre ziemlich nice. Die wunderschöne junge Dame vom FIB. Hallo, die Dame. Oh, ich glaube, ihre Weste ist dreckig. Hallo, warten Sie doch. Nein, stopp. Kommen Sie aus dem Fahrzeug. Das ist die redet nicht. Das ist Abigail. Steig ein, schnell. Frau Schweiger. Stopp. Frau Schweiger, eine Sekunde bitte. Frau Schweiger, warten Sie doch. Herr Winkler übrigens, ich glaube, meine Ehefrau verfolgt hier ihr Auge. Sie hat geschrieben, aber ich glaube, sie wurde nicht... Wie kann das denn sein? Wie kann das sein, Frau Abigail Schweiger, dass wir uns heute zum dritten Mal dann jetzt sehen? Insgesamt. Frau Schweiger. Meier, fahren Sie zurück, bitte. Was? Hä? Sie hat einen persönlichen Fahrer? Wer fährt sie denn da rum? Das ist aber nicht ihr Ehemann. Nein. Wer fährt die denn durch die Insel, hä? Wer macht das denn freiwillig? Nee, das ist einer vom FPIB, glaube ich. Ja, der Kerl ist schon wieder weg. Toll, die finde ich nie wieder. Ich weiß ja, wo sie hinwollen. Die Heiratsschwindlerin. Die hat sich aber jetzt schon wieder von... Die hatte ja Crowds vorher angenommen und jetzt hat sie sich schon wieder umbenannt in Lowman oder so. Ich weiß nicht, ob sie schon wieder geheiratet hat oder was irgendwer da passiert ist. Ja, muss. Die muss. Die hieß gestern Crowds mit Nachnamen quasi, weil die ja geheiratet hat. Und jetzt heißt sie Lowman. Ich blick da auch nicht durch bei der Frau. Das ist eine Heiratsschwindlerin. Ich sag's dir. Die heiratet jeden Tag in anderen. Und vor allem die Armen zahlen auch immer noch 50.000 am Tag für den scheiß Antrag. Mhm.
Ah, ja. Leute mit Waffen, ha? Huh? Wer hat denn hier den Notruf gerufen? Ich. Ja, wo sind denn die Leute mit Waffen? Bis eben gerade waren hier Leute, 5 oder 6 Leute mit Waffen. Die haben mich bedroht. Ja, die sind nicht mehr da. Kein Problem, hab ihnen gerne geholfen. Nö, ja gerne. Jo, bitte. Ciao, ciao. Habe ich mich da gerade... Ich mag Schwänze. Der ist einfach in sein Haus gerannt, der Typ. Warum kann ich als Polizei da nicht rein? Was für eine Drecksau. Nevermind, er ist nicht in sein Haus gerannt. Er fährt gerade weg. Steigen Sie aus! Steigen Sie aus! Den müssen wir holen. Der hat auf uns geschossen. Aussteigen, hallo. Cisco! Helfen Sie uns, das ist ein Notfall. Helfen Sie uns. Nein, festsetzen, nicht. Festsetzen, festsetzen. Festsetzen, Jungs, festsetzen. Los! Vielen Dank für eure Hilfe, vielen Dank für eure Hilfe. Ja. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So, Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann nur vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Die Exekutive übernimmt die Judikative. Möchte exekutiert werden, oder wie das heißt? Nee, so einfach ist das hier nicht. Sie haben das Recht zu schweigen. Ah ja, oh ja. Das ist jetzt aber blöd. Das ist jetzt aber ganz doof. Ja. Och Mensch, das ist mir zu blöd. Nur, ich fahr jetzt nicht in den Knast. Hier, ich lasse frei. Nein. Doch. Vorher würde ich sie gerne einmal durchsuchen, ja? Bitte bringen Sie mich um. Nein, ich nehme mir nur ihre... Ich nehme nur ihre Waffen weg, damit sie mir nicht wieder wehtun. Hallo. Tschüss, gute Nacht. Tschüss, gute Nacht. Boah, ich mach Schwänze. Er hat das... Der hat sich verlernt. Der hat das halt wirklich eiskalt durchgezogen. Er ist durchgezogen. Ja, ciao. Bye, bye. Ich auch.